Hi, hallo und herzlich willkommen zum Engelhoroskop für Januar 2018. Ich wünsche dir von Herzen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und heute nicht allzu müde, sondern fit für dein Engelhoroskop. Etwas ganz Neues hier auf Engel TV. Ab sofort gibt es jeden Monat ein Engelhoroskop für jedes Sternzeichen. Spannende Geschichte mit den Engeln ermittelt und heute, weil es das erste Mal ist, werde ich für jedes Sternzeichen auch noch den Begleiterzengel verraten. Denn jedes Sternzeichen hat einen Begleiterzengel, der ist besonders stark von der Energie präsent an deiner Seite. Allerdings ist es natürlich so, du kannst jederzeit mit jedem Erzengel in Kontakt treten. Das möchte ich an der Stelle betonen, dass du nicht nur mit deinem Sternzeichenengel kommunizieren kannst, aber das ist einfach nochmal eine ganz besonders starke Energie und eine ganz besonders starke Präsenz. Ich hoffe, es gefällt dir gut. Ich freue mich, von dir zu lesen. Hier ist ein bisschen wenig Bewegung in Engel TV. Ich brauche deine Kommentare, um zu wissen, was gefällt dir, wie erreicht dich meine Botschaft und wünschst du dir vielleicht noch hier auf Engel TV? Was möchtest du sehen? Was möchtest du erfahren? Was sind Dinge, die dich bewegen und berühren? Schreib uns und schreib hier vor allen Dingen auch rein, wie dir dein Engelhoroskop gefallen hat. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit deinem persönlichen Engelhoroskop für den Januar 2018. Licht und Liebe. Schau es dir an. Und wir starten mit dem Engelhoroskop für die Wiedergeborenen. Deine Aufgabe im Monat Januar ist, deinen Fokus auf die Liebe gerichtet zu halten. Das ist erstmal eine Hauptaufgabe. Es werden einige schwierige Situationen nochmal auf dich zukommen. Es gibt ein paar Konflikte, wo auch Kritik an dir geübt wird, die unbegründet ist, die unberechtigt ist. Sei nicht so dünnhäutig, geh dir in dem Fall mal nicht, wie es so wieder typisch ist, mit dem Kopf durch die Wand, sondern nutze jetzt mal den Fokus der Liebe und stehe über den Dingen. Sehe und erkenne, dass dich das gar nicht berührt, dass du stark und stabil sein kannst und dann wird der Januar auch ein sehr schöner und toller Monat. Unerwartete Begegnungen sind möglich im Januar, lieber Wiedergeborener. Es geht um die Liebe für dich im Januar und das ist für dich ganz großartig, wenn du möglichst viel rausgehst, guckst, dass du dich in Amüsements begibst, nach draußen begibst, was dir Freude macht, was dir Spaß macht. So sind tolle Begegnungen möglich für alle Singles da draußen, ne? Alle wieder Singles, aufgepasst, raus mit euch, Spaß haben, Freude haben und es ist möglich, dass euch bereits im Januar der richtige Partner begegnet. Also, liebe Wiedergeborene, es ist ein ereignisreicher, aber spannender Monat und für die Liebe geradezu prädestiniert. Hallo lieber Stiergeborener, nun bist du an der Reihe und dein Engelhoroskop für den Januar 2018. Dein Begleitengel für 2018, aber auch immer als Stiergeborener, ist Erzengel Samuel. Denn der Stier gehört natürlich zu den sinnlichsten Zeichen sozusagen. Das ist ganz toll. Und mit Samuel hast du immer den passenden Begleiter an deiner Seite. Der Monat Januar ist für dich sehr, sehr stark für die Manifestation. Richte deine Gedanken auf das, was du dir in 2018 wünschst. Richte deine Gedanken positiv aus und in die Richtung, sozusagen, was du möchtest und nicht in die Richtung, was du nicht mehr möchtest. Ganz wichtig, im Monat Januar deine Gedanken positiv auszurichten. Du hast in diesem Monat eine unglaublich starke Kraft zur Manifestation. Das gilt natürlich für alle Lebensbereiche, Liebe, Beruf, Gesundheit. Du kannst deine Gedanken in die richtige Richtung lenken und sie werden sich auf magische Weise noch in diesem Jahr verwirklichen. Also dementsprechend nutze den Januar dazu. Guck mal hier auf diesem Kanal, du findest auch das Webinar Wunderfüllung 2018, was ich durchgeführt habe mit Nadja Hafen, da war mit einer unglaublich starken Meditation und Energiearbeit. Vielleicht diese Meditation mal machen, die kostet dich nichts, die ist kostenfrei und sie wird dir helfen, im Januar die Gedanken in die richtige Richtung zu lenken. Kommen wir zu den Zwillinggeborenen. Liebe Zwillinge, dein Begleitengel ist Erzengel Zadkiel.
Der Engel, der für dein Sternzeichen zuständig ist. Und der Monat Januar ist für dich schon ein toller Monat, um neue Projekte zu beginnen. Du solltest den Monat Januar nicht so arg auf Liebe oder andere Bereiche ausgerichtet lassen, sondern mehr auf das Berufliche ausgerichtet lassen, sagen die Engel. Die Engel sagen dir an dieser Stelle ganz klar, gehe neue Projekte mutig an. Vielleicht hast du Ende letzten Jahres schon Ideen und Impulse bekommen, wie die Engel sagen, dass du neue Projekte in dein Leben bringen sollst, neue Ideen in dein Leben bringen sollst. Jetzt ist die richtige Zeit dafür, vielleicht eine Bewerbung zu schreiben, etwas Neues in deine Selbstständigkeit zu bringen oder. Du hast jetzt alle Möglichkeiten und alle Chancen. Diese neuen Projekte, die du jetzt startest, werden garantiert in diesem Jahr zum Erfolg führen. Kommen wir zu den Krebsgeborenen. Ui, das bin ja ich. Also komme ich zu mir und zu allen Krebsgeborenen da draußen. Unser Begleitengel ist selbstverständlich Erzengel Gabriel, denn wer kann besser das innere Kind leben als wir Krebse? Das ist natürlich unsere Eigenschaft. Ganz wundervoll vorhanden. Spaß haben, inneres Kind leben. Aber im Januar geht es mehr um die göttliche Inspiration bei den Krebsen. Erzengel Gabriel hat gesagt, es geht hier darum, dass wir uns wieder göttlich inspirieren lassen. Es werden neue Ideen einströmen, es werden neue Ideen und Impulse kommen und diese sind tatsächlich von der göttlichen Quelle gewollt. Das heißt, was du im Januar bekommst, oder auch ich natürlich als Krebsgeborener bekommst, ist göttlich gewollt. Geh in dein Gefühl, höre auf dein Gefühl und folge diesen Inspirationen. Sei es in Liebe, Beruf, Gesundheit, Partnerschaft, alles, was hier göttlich inspiriert wird, solltest du durchziehen und du wirst sehen, es führt zum Glück. Du legst dir neue, großartige Grundsteine. Nun kommen wir zu den feurigen Löwegeborenen. Der Begleitengel des Löwen ist Erzengel Raziel, weil der Löwe ja auch so ein bisschen geheimnisvoll ist. Und die Engel sagen dir für den Monat Januar, erlaube dir zu empfangen. Es ist an der Zeit, dass du endlich dein Gebersyndrom und dein Helfersyndrom mal an Seite legst, lieber Löwe da draußen. Wenn dir etwas gegeben wird, nimm es an. Es kann Hilfe sein, es können Geschenke sein, es kann ein neuer Partner für die Singles sein. Oder dein jetziger Partner möchte dir vielleicht etwas geben, was eure Partnerschaft auf ein neues Level bringt, lieber Löwegeborener. Also nimm es an und erlaube dir, das Licht zu empfangen, aber auch die göttlichen Geschenke zu empfangen. Du musst einfach nur eines tun, öffne die Arme, breite deine Flügel aus und empfange, was Gott und die Engel dir schenken möchten. Nun kommen wir zu den Jungfraugeborenen. Liebe Jungfraugeborene, ihr seid natürlich die geborenen Manager und das soll es auch im Januar sein. Euer Begleitengel insgesamt ist Erzengel Metatron, der euch mit der Geburt an die Seite gestellt wurde. Du bist auf jeden Fall im Januar gefragt zu überlegen, du bist im Managementbereich gefragt. Das kann natürlich auch privat sein, du musst alles managen, du musst alles organisieren, beziehungsweise darfst es tun, darfst diese Fähigkeiten mal voll ausleben. Hier alles zu managen, alles in Ordnung zu bringen, alles in Struktur zu bringen. Es wird sich später auszahlen. Vor allen Dingen in beruflicher Hinsicht. Jetzt zu sagen, ich fange an, hier mal alles in eine neue Ordnung zu bringen, wird sich für dich auszahlen. Denn das, was du jetzt hier an Grundstein legst, wird für eine Beförderung in den nächsten kommenden Monaten sorgen. Wenn du jetzt darauf achtest, alles in eine gute Ordnung und eine gute Bahn zu lenken, so wie es bei dir beruflich geht. Und dann kann es beruflich richtig schön in die Aufschwünge gehen, aber auch privat wird es honoriert werden. Deine Freunde, Bekannten lieben dein Organisationstalent und dein Talent, alles zu managen. Nutze es zum höchsten Wohle aller Beteiligten, liebe Jungfrau. Nun kommt das Horoskop für die Waagen da draußen. Dein Begleitengel ist Erzengel Jophiel, der Engel der Schönheit. Aber die Waagen gelten ja auch da sie von der Venus regiert werden, zu den schönsten Sternzeichen, sinnlichsten Sternbildern sozusagen. Liebe Waage da draußen, ich freue mich, dass du mir jetzt zuhörst. Denn für dich ist der Januar ganz besonders wichtig. Du verdienst es, glücklich zu werden. Das sollte dein Leitspruch für den Januar sein. Sondern ich habe Glück verdient, ich bin glücklich, ich darf glücklich sein. Es kann nämlich sein, dass viele Forderungen auf dich zukommen, alles und jeder irgendwie an dir zerrt im Januar und du bist dann gefragt, für dein Glück einzustehen. Was kann ich hier tun? Nämlich nicht die Verantwortung nach außen abgeben und sagen, ja, alle anderen müssen es schon für mich richten, sondern sagen, stopp,
Waage, hau im Januar mal auf den Tisch und räume auf und stehe für dein Glück ein, denn du hast ein Recht auf Glück. Dann kommen wir zu den Skorpiongeborenen. Lieber Skorpiongeborener, dein Begleitengel ist Erzengel Jeremiel. Ich finde die Energie gerade ganz spannend. Es geht sehr stark in diesem Horoskop für alle Sternzeichen um das Berufliche. Und so auch für dich, lieber Skorpion. Deine Leistungen werden anerkannt. Im Januar gibt es für dich die Möglichkeit zu Beförderungen, zu Steigerungen oder zu einem tollen Lob, Auszeichnungen und so weiter sind möglich. Dementsprechend freue dich auf einen sehr erfolgreichen Januar, in dem deine Leistungen endlich Anerkennung finden. Kommen wir zu den Schützegeborenen. Lieber Schützegeborenen, dein Begleitengel ist Erzengel Raguel. Tägliche Praxis ist deine Aufgabe im Januar. Du hast viel gelernt, du hast viel Wissen schon in dieses Leben mitgebracht und hast auch viel daran gearbeitet, dieses Wissen zu erweitern und aufzubauen, sagt Erzengel Raguel. Du sollst wissen, dass jetzt die Praxis gefragt ist. Geh mal raus aus dem Thema Perfektionismus und meine ich, du musst alles überperfekt machen. Raus damit sozusagen, ist jetzt dein Job. Und ab in die Praxis, learning by doing. Also wende deine Fähigkeiten an und bring sie in deine tägliche Praxis. So, kommen wir zu den Steinbockgeborenen. Steinbockgeborener, dein Begleitengel ist Erzengel Azrael. Und der Januar sollte für dich ein Monat des Rückzuges und der inneren Einkehr sein, lieber Steinbock. Du brauchst diese innere, du brauchst diese Ruhe, um Kraft zu tanken, um Reserven zu tanken, um deine Batterien und Akkus wieder aufzuladen. Nimm dir Zeit für Ruhe und egal wer was von dir will, sag einfach mal nein. Ich empfehle dir auch eine meiner Meditationen, www.udo-golfmann.de, einfach auf die Meditationen klicken und dir was Schönes raussuchen für deinen Rückzug, deine innere Einkehr, lieber Steinbockgeborener. Kommen wir zum Horoskop für die Wassermänner. Lieber Wassermann, dein Begleitengel ist Erzengel Uriel. Und so wirst du ein bisschen gemahnt im Januar, beziehungsweise ganz liebevoll aufmerksam gemacht darauf, mal wieder Dankbarkeit in dein Leben zu bringen. Bedenke, du manifestierst viel mehr Segnungen und Glück in deinem Leben, wenn du in Form dieser Dankbarkeit arbeitest. Beginne den Januar mal dafür zu nutzen, zurückzublicken in dein Leben, was alles Positives du hast oder bereits geschehen ist, die tollen Menschen, dein Zuhause und was du alles schon hast und gehe mal wieder von Herzen in die Energie der Dankbarkeit. Damit legst du einen ganz, ganz tollen Grundstein für 2018, um deine Wünsche zu erfüllen. Auch dir empfehle ich meine Meditation Wunscherfüllung 2018 kostenlos hier in dem als Webinar auf Engel TV auf diesem Kanal gerne anschauen, komplett anschauen oder auch nur die Meditation machen. Horoskop für die Fischegeborenen. Du bist sehr sensibel, dein Begleitengel ist Erzengel Sandalfon. Sandalfon fordert dich zum Tagebuch zu schreiben, Gedichte zu schreiben, Bücher zu schreiben oder ähnliches zu tun, einfach um deine Gefühle besser zu verarbeiten. Die Fischegeborenen sind sehr gefragt, sind sehr, sehr sensitiv eben für diese Gefühle oftmals. Ich selbst bin Aszendent Fische, ich kenne diese Problematiken auch sehr gut mit den Gefühlen und dementsprechend, die Engel fordern dich auf, beginne Tagebuch zu schreiben, beginne mal aufzuschreiben, was dich so bewegt. Das hilft dir sehr, sehr gut bei der Gefühlsverarbeitung, lieber Fische. So, ich hoffe, du konntest mit deinem Horoskop etwas anfangen. Dann gerne in die Kommentare reinschreiben, wie dir dein Horoskop gefallen hat, was dich angesprochen hat, was du dir vielleicht wünschst. Ich freue mich, von dir zu lesen und wünsche dir ein gutes und erfolgreiches Jahr 2018. Bis zum nächsten Video. Udo Golfmann. Tschüss.